Herzlich willkommen zu Do It Again aus der Musikmetropole Otterfing. Do It Again ist für uns alle hier heute eine Mischung aus endlich wieder und unserem ersten Mal. Es ist der erste Wir haben das ganze Internet in Otterfing lahmgelegt. Ich sage trotzdem nochmal herzlich willkommen zu Do It Again aus der Musikmetropole Otterfing. Do It Again ist für uns alle hier heute eine Mischung aus endlich wieder und das erste Mal. Es ist der erste Livestream der Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz München und es ist das allererste Konzert, das der Verein Neue Jazz School München als Berufsfachschulträger zusammen mit dem Pop- und Rockzentrum Oberbayern, dem PRO, veranstaltet. Mein Name ist Katrin Neorall, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin der Jazz School, aber heute als Pausenclown eingeteilt, weil wir mit 4 Bands und nur einer Streamingbühne ein paar Umbaupausen miteinander überbrücken müssen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, solange das Internet mitmacht. Do It Again ist heute unser Motto, weil ihr euch auf einige Rock-, Pop- und Jazz-Klassiker freuen könnt, die ihr wahrscheinlich schon länger nicht mehr gehört habt. Do It Again aber auch deshalb, weil die 2 Abschlussklassen der Berufsfachschule endlich wieder das machen können, wofür sie ihre Ausbildung eigentlich angefangen haben, miteinander für andere Musik machen. Do It Again heißt es aber auch für den Schüleraustausch in unserem europäischen Netzwerk Music Exchange. Den verlegen wir zusammen mit der Riga Cathedral Choir School einfach in den digitalen Raum. Ja, und Raum ist ja ein ganz wichtiges Stichwort in dieser Zeit. In dieser riesigen Otterfinger Schulaula, da haben wir wirklich genug Platz für 24 Musikerinnen und Musiker. Die können frisch getestet Abstand voneinander halten, auf der Bühne mit Maske, neben der Bühne, genau andersrum ist, auf der Bühne ohne Maske, neben der Bühne mit Maske, man kommt schon ganz durcheinander. Und wir machen hier auch wirklich gefährliche Sachen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir singen und wir spielen Trompete und Saxophon. Das Ganze trauen wir uns aber nur, weil einer auf uns aufpasst. In seiner riesigen Schulaula haben Aerosole keine Chance. Der Chef im Otterfinger Rathaus, Michael Falkenhahn. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Rock- und Popmusik, herzlich willkommen in Otterfing. Seit November letzten Jahres besteht die Kooperation zwischen der neuen Jazz School München und des Pop- und Rockzentrums Oberbayern PRO. Ich freue mich sehr, dass das erste Konzert in unserer Zusammenarbeit gleich eine Bühne für viele Musikerinnen und Musiker bieten kann. Ein wunderbares Beispiel für den künstlerischen Zusammenschluss in Zeiten, in denen normalerweise Abstand nötig ist. Die Technik und ein ausgefeiltes Schutz- und Hygienekonzept machen es möglich. Mein besonderer Dank geht an die Teams des PRO und der neuen Jazz School München. Sie bringen gemeinsam mehr Pop-, Rock- und Jazzmusik in die Gemeinde und in die Region. Live-Musik hält uns im Lockdown lebendig und vermittelt uns auch im Livestream ein Gemeinschaftsgefühl. Leidenschaftliche Nachwuchstalente der Berufsfachschule geben Hoffnung auf eine Zukunft nach Corona. Persönlich möchte ich mit diesem Konzert auch alle musikalischen Talente in Otterfing und dem gesamten Landkreis Miesbach ermutigen, ihrem Traum treu zu bleiben und die Musik professionell und gegebenenfalls auch hauptberuflich auszuüben. Ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin viele gemeinsame, spannende Projekte mit dem PRO und der neuen Jazz School München e.V. realisieren werden. Als Bürgermeister unserer Gemeinde wünsche ich Ihnen und natürlich auch den Künstlern nun viel Spaß in den nächsten 75 Minuten. Ja, auch die Jazz School und das PRO sind ihren Traum mit Do It Again treu geblieben, auch wenn das in den letzten Wochen alles andere als einfach war.
Und ihr dürft jetzt auch ein bisschen träumen. Schreibt uns doch in die Kommentare, welchen Rock-, Pop- oder Jazz-Klassiker ihr wieder mal hören wollt. Vielleicht ist er ja bei unserem nächsten Konzert mit dabei. Jetzt starten wir aber eigentlich richtig ein in Do It Again. Unsere erste Band heißt, wie eigentlich alle Bands heute Abend, wie der Dozent, der sie leitet. Und in dem Fall ist es nicht irgendein Bandleader, sondern der Leader der Berufsfachschule. Und er steht mit der Trompete mit auf der Bühne. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Franz David Baumann Band. That's okay. I got a little while done, had just begun. I guess you kind of scammed yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody. Hallo an alle.
da draußen, wir grüßen euch ganz herzlich. Wir sind die Band von Franz David Baumann und wir haben das Konzert eröffnet mit einem Song Ricky Don't Lose That Number von Steely Dan. Ich hoffe, ihr werdet das Konzert genießen und schreibt mal ein paar Kommentare rein, gell? Wir werden die nach dem Konzert angucken. Und ein paar Grüße an meine russischen Leute. Лапульки, всем огромный привет! Наслаждайтесь концертом и поаплодите в чате. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Bossa Nova von Horace Silver. Mit dem Namen Song von meinem Vater. Yeah.
Danke, danke. Also bevor wir jetzt weitermachen mit der letzten Nummer, möchte ich euch die Band vorstellen. Und wir fangen da bei dem Schlagzeug und da spielt der Dominik. Applaus! Dann der Bass, Tibor. Am Klavier sitzt der Leon. An der Gitarre, Raoul. Tenorsaxophon, Erik Riebel. Am Altsaxophon, Erik Jeninger. Gesang, Olena. Und Trompete, Franz David Baumann. Okay, jetzt kommen wir zu der letzten Nummer von Stile denn auch. Und das ist der Titelsong von unserem Livestream-Konzert, der heißt Do It Again. I'm
ganz kurze Pause, weil wir ein kleines technisches Problem haben, habe ich mir gerade sagen lassen. An die Regie, machen wir weiter oder... So, wir haben das kleine technische Problem gelöst. Wenn ihr wollt, dass die Jazz School und das Pro vielleicht noch besser weitermachen als heute, dann klickt doch auf den PayPal-Link in der Beschreibung unter unserem Video oder schenkt uns ein kleines Dankeschön an das Jazz School Vereinskonto, das ihr da auch findet. Ja, falls ihr gerade vorher sowas Ähnliches wie Applaus im Hintergrund gehört habt, keine Sorge, wir haben kein Publikum illegal hier eingeschleust. Das sind einfach die Bands, die gerade nicht auf der Bühne stehen, die feuern die anderen natürlich ordentlich an. Es gibt aber auch Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler heute, die haben überhaupt keine Zeit zum Klatschen. Die müssen nämlich die Hände andauernd an der Streaming-Technik behalten. Und einer, ein Profi, der schaut ihnen dabei auf die Finger. Das ist der Nico Krabweis von der Otterfinger Film-, Fernseh- und Webproduktionsfirma Bummfilm. Was nicht alles gibt in Otterfing. Wir haben selber gestaunt. Und der Nico Krabweis hat uns vor ungefähr 2 Wochen hier in der Schulaula gezeigt, was streamingtechnisch alles so geht. Zusammen mit seinem Bruder Tommy. Schöne Grüße, Tommy. Und die beiden, die haben ja ein Brot erfunden, das Bernd heißt und sogar sprechen kann. Ich bin mir sicher, sie bringen auch Musikerinnen und Musiker dazu, einen Livestream zum Laufen zu bringen. Ja, unser Stream-Dream-Team, die Alexandra, der Moritz, der Sam und der Luis, die haben jetzt gleich noch einen kleinen Videogruß für euch in der Pipeline. Und die Dame, die uns da aus dem Bayerischen Landtag Grüße schickt, die ist definitiv schuld. Also die ist schuld dran, dass sich die Jazz School und das Pro gefunden haben. Ich habe ihr vor ungefähr 1,5 Jahren bei einer öffentlichen Veranstaltung im Landtag versucht zu erzählen, was für einen super Job die Berufsfachschulen für Musik in Bayern eigentlich machen. Und ich habe gesagt, die könnten doch eigentlich auch einmal im Landtag aufspielen. Da haben wir aber festgestellt, dass unsere Landtagspräsidentin bis dahin gar nicht gewusst hat, dass es Berufsfachschulen für Musik gibt und dass man da zum staatlich geprüften Ensembleleiter gemacht wird, dass man auch seine mittlere Reife da machen kann. Und sie hat auch nicht gewusst, dass es ein echtes bayerisches Unikum ist. Berufsfachschulen für Musik gibt es tatsächlich nur in Bayern. Und das alles hat Ilse Aigner bis dahin noch nicht gewusst, aber in ihrem Stimmkreis, da kennt sie sich super aus.
Sie hat nämlich zu mir gesagt, Pop und Rock, da habe ich auch irgend so jemanden in Otterfing. Und Dr. Google macht es möglich. Das Suchergebnis seht ihr heute hier. Das Pro und die Jazz School veranstalten heute ihren ersten Livestream zusammen. Ja, und darüber freut sich natürlich auch unsere Hebamme, die Landtagspräsidentin. Do it again. Ein echt toller und starker Ansatz sozusagen für die Berufsfachschulen, für die Abschlussklassen in Zusammenarbeit mit der Jazz School und mit Pro. Ich wünsche viel Erfolg beim Streaming-Konzert. Ja, vielen Dank, Frau Aigner. Vielleicht nehmen Sie ein bisschen was von dem Schwung von heute mit und geben Sie es an Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Bayerischen Staatsregierung weiter. Und erinnern Sie bitte dran, die Bayern gehen nicht nur gern in den Baumarkt, sondern auch gern ins Konzert. Und bevor jetzt die Bernd Hess Band gleich unseren großen Jazz-Werbeblock startet, habe ich noch eine kleine Hausaufgabe für euch an den Bildschirmen. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wo das Pro und die Jazz School zusammen ihre nächste Veranstaltung planen könnten. Wir sind gespannt auf eure Ideen. Jetzt aber sage ich Bühne frei für Bernd Hess an der Gitarre und seiner Berufsfachschulband. Viel Spaß. Thank you.
Dank. Dieser Song hieß Old Devil Moon von Burton Lane. Und aus Zeitgründen wird es jetzt eine sehr rasante Ansage, also bitte auch schnell klatschen. Ich stelle kurz die Band vor. Das ist der Arvin am Saxophon, der Louis an den Drums, die Bole am Bass, der Marc am Klavier, unser Mastermind und Workshopleiter Bernd an der Gitarre. Ich bin die Eva, ich singe und jetzt kommen noch zwei weitere Songs. Jetzt kommt der Worksong und danach spielen die anderen noch einen Tune, der ziemlich cool ist, namens Pools. Viel Spaß! Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together been working and working, but I still got so terrified to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together been working and working, but I still got so terrified to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when they called me Robin Hood. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together been working and working, but I still got so terribly far to go. Working and working, but I still got so terribly far to go. Ooh, 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 ooh.
Jazzband. Ja, ich finde ja, Frank Zappa hatte nicht recht, als er gemeint hat, Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch. Also hier in der Otterfinger Schulaula ist auch nach 30 Jazznummern die Luft eigentlich immer noch einwandfrei. Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann klickt doch auf den PayPal-Link in der Beschreibung unter unserem Video oder schickt uns eine kleine Spende an das Jazzcool-Vereinskonto. Ihr könnt euch vorstellen, eine Veranstaltung mit 24 Musikerinnen und Musikern und jede Menge technischem Aufwand, die stemmt man nicht ganz allein. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich nicht weiter Selbstgespräche führen muss, sondern mich mit dem Stefan Späth unterhalten kann, dem künstlerischen Leiter des Pro in Otterfing. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Guten Abend, ich grüße euch alle. Stefan, vielleicht zu Anfang, was bedeutet für das Pro die Kooperation mit der Jazz School? Also, es gibt da mehrere Punkte. Die wichtigsten drei wären: erstens, wir können den Talenten im Landkreis mehr helfen durch den Zusammenschluss. Wir können die in ihrer musikalischen und künstlerischen Entwicklung hervorragend mehr fördern. Zweitens, durch die Verbindung mit der Jazz School können wir auch die Stilistik fruchtbar erweitern. Zu Jazz kommt Pop- und Rockmusik hinzu. Die große Facettenwelt der Pop- und Rockmusik mit dem Jazz, das ist was ganz was Neues. Und ganz klar erschließt sich dadurch auch der dritte Punkt: Musik kennt keine Grenzen. Genauso wie die Jazz School in München ist und wir am Land, ist hier die Grenze verwischt und in Musikstilen ist das Gleiche. Genau, so schaut es aus, Stefan. Jetzt ist die Frage, du hast ja letzten Samstag war das erst, ein paar Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler in deinem Workshop für Performance und Bühnenpräsenz auf das Konzert hier vorbereitet. Was war dir denn da besonders wichtig? Also in erster Linie ist es in einem medialen Zeitalter sehr wichtig, dass man nicht nur gut spielt, man muss auch wirken und präsent sein. Ein wahrhaft schwieriges Thema. Alles klar. Und vielleicht, du bist schon beim schwierigen Thema. Was war denn die größte Herausforderung am Samstag? Also, ihr habt ja das Konzert bis jetzt gehört. Das ist super Musik. Und das ist halt auch nicht einfach zu spielen. Und dann muss man dazu noch präsent sein. Wir haben uns dazu ein paar gute Techniken einfallen lassen. In dem Fall war es der Blickkontakt. Aber wie gesagt, immer die richtige Situation, die richtige Aktion im passenden Moment.
Genau, und jetzt wäre der passende Moment zu schauen, was von deinem Workshop, Stefan, bei der Barbara Meyer Band zu hängen geblieben ist. Die Barbara ist als Ensembleleiterin heute nicht mit auf der Bühne, die schaut aber von zu Hause aus zu. Schöne Grüße nach Murnau, Barbara. Und die Barbara hat mit ihrer Band einen Latin Jazz Klassiker vorbereitet und einen absoluten Stevie Wonder Hit, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der Barbara Meyer Band. Willkommen alle zusammen, wir freuen uns auf euch. Zuerst spielen wir für euch Summer Samba. To hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone who's ready to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some
little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I could see it would be nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Vielen Dank. Genau, es geht gleich weiter. Wir sind der Barbara Meyer Workshop und wir sind am Bass die Bohle. An den Drums die Helena. Am Saxophon die Cenge. An den Vocals Sophia. An den Keys der Niklas. Und an der Gitarre der Flo. Und an den Vocals natürlich neben mir die Eva. Once more, why did those days ever happen?
Back Once More wünscht sich Stevie Wonder. Ich glaube, das denken auch viele Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler der Jazz School gerade, die so gern wieder mal einen Schüleraustausch in unserem Netzwerk Music Exchange machen würde. Music Exchange ist durch das Förderprogramm Erasmus Plus entstanden. Es sind aktuell 6 Schulen aus Finnland, Lettland, Slowenien, Holland und Deutschland mit dabei. Und eigentlich war auch dieses Konzert hier heute, Do It Again, als Abschluss des Lernmoduls Rock and Pop Classics gedacht, das die Berufsfachschule extra für Gastschüler entwickelt hat. Sanja und Signe von der Riga Cathedral Choir School, die haben schon im letzten Frühjahr ihren Aufenthalt in München eher abbrechen müssen, weil wir ja alle unerwartet Besuch aus China bekommen haben. Und die hätten unglaublich gern jetzt im März ihr Lernmodul in München abgeschlossen. Aber weder in Lettland noch in Bayern ist aktuell ein Schüleraustausch möglich. Deswegen haben die beiden uns einfach einen Videogruß geschickt, einen musikalischen Videogruß. Und weil in Lettland aber gerade Schullockdown angesagt ist, haben die beiden nicht mal gleichzeitig miteinander in einem Raum Musik machen können. Sie haben aber trotzdem eine Lösung gefunden für ihren Videogruß aus Riga. Hello everyone, here's me and Signe in München. Wonderful time, and we are really sad we couldn't perform with you guys together, so we will do jazz ballad, Blame It on My Youth. Not to mention this setup is just crazy, but here we go. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you. An eurer Stelle. Ich würde jetzt tief gerührt auf den PayPal-Link klicken, den ihr unter unserem Video in der Beschreibung findet. Oder ihr schickt uns ein kleines Dankeschön an das Jazz School-Konto, das ihr da auch findet. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns bitte in die Kommentare, wo ihr zum Schüleraustausch wart und woran ihr euch da am allerliebsten zurückerinnert. Blame It on My Youth haben wir jetzt gerade aus Riga gehört. Die nächsten 5 Musikerinnen und Musiker, die können sich nicht mehr auf ihre Jugend rausreden. Die sind nämlich an der Berufsfachschule eigentlich die alten Hasen. Die machen gerade das pädagogische Aufbaujahr an der Berufsfachschule, haben also die 2-jährige Ausbildung zum staatlich geprüften Ensembleleiter schon hinter sich und spezialisieren sich jetzt als Musikpädagogen. Und ich bin mir ganz sicher, Sie spielen jetzt ein Finale mit 2 pädagogisch extrem wertvollen Stücken. Sie haben sich auf Rock spezialisiert und sie wagen ein echtes Experiment.
Sie spielen eine Jimi Hendrix-Nummer ohne Gitarrensolo. Also das müsst ihr verkraften. Und außerdem gibt es noch eine Eigenkomposition vom Eli Elmer. Und ich bin mir sicher, das wird auch mal zum Rock-Klassiker, könnte ich mir vorstellen. Jungs, Mädels, seid ihr soweit? Ich würde sagen, macht's euren Ensembleleiter Heiko Jung stolz. Der schaut aus dem Allgäu jetzt ganz genau zu und hört vor allem ganz genau zu. Viel Spaß mit der Heiko Jung Band. Also, hi, wir sind das Heiko Jung Ensemble. Und wir spielen jetzt einen Tune von Jimi Hendrix, ein bisschen in einer abgewandelten Version. Wer ihn erkennt, der kommentiert am besten jetzt gleich ein Gitarren-Emoji rein. Und viel Spaß, hit it, Rafa. Thank you.
Hermann am Klavier, den Sam Simons an der Orgel, den Moritz Morrow an den Drums und meine Wenigkeit Ella Elmer am Bass. Der nächste Song, das ist eine Eigenkomposition von mir, aber auch von Sam Simons. Der hat nämlich die wunderschöne Melodie beigesteuert. Wir haben den Song im zweiten Lockdown im Ensemble zusammen aufgenommen und jetzt spielen wir ihn heute für euch. Unter anderem mit Soli von Raphael Kindermann und Sam Simons himself. Thank you.
Ja, das war das Abenteuer Do It Again. Für uns war heute alles dabei. Eine Internetverbindung, die in die Knie gegangen ist, Monitore, die ausfallen, Gesangskanäle, die nicht offen sind. Aber genau das macht das Live-Erlebnis aus, dieser Nervenkitzel. Ich sage danke an die zwei Abschlussklassen der Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz München. Ihr habt in den letzten Wochen viel freie Zeit investieren müssen für diesen Stream. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Danke auch an unseren Recording- und Musikpädagogik-Dozenten Friedemann von Rechenberg. Der hat sich heute als Regisseur hier heute, ja, der hat sich heute hier als Regisseur wirklich Kilometer Geld in dieser riesen Aula verdient. Und danke auch an alle anderen Dozenten der Jazz School. In den letzten 12 Monaten musstet ihr wirklich flexibel sein. Ihr müsstet euch auf unterschiedliche Infektionsschutzauflagen einstellen und auch auf neue Prüfungsmodalitäten. Danke auch, dass ihr das mitgetragen habt. Ein großes Dankeschön geht auch an Stefan Speth, Theresia Siegmund und Claudia Konrad vom Pro hier in Otterfing. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Danke auch natürlich an die Gemeinde Otterfing. Danke für diesen unglaublichen Raum, in dem wir so viel Platz für uns gefunden haben. Danke an Nico Krabweis von Bummfilm. Danke an die Riga Cathedral Choir School. Danke an die Landtagspräsidentin Ilse Aigner, dass sie das Pro und die Jazz School zusammengebracht hat. Und last but not least, danke an Max Neisendorfer und Franz David Baumann, die beiden Vorstände der neuen Jazz School München und auch Berufsfachschulleiter. Danke, dass ihr nicht stehen bleibt, sondern dass ihr euch auf immer neue Abenteuer wie dieses hier einlasst. Und wenn es euch zu Hause gefallen hat, dann ein letztes Mal, klickt doch auf den PayPal-Link, den findet ihr unter unserem Video in der Beschreibung, genauso wie das Jazz School Vereinskonto, auch da könnt ihr uns ein kleines Geschenk machen. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei wart zu Hause und wünsche euch eine gute Nacht und ich bin mir sicher, we do it again.